Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Surviving the Aftermath. Ja, es hat sich einiges geändert zum letzten Mal und diesigen Mal, ne? Da es einige Updates gab und ich habe auch eine Zeit lang nicht gespielt und ich habe schon gedacht, dass wir eventuell unseren Spielstand verlieren und wir neu anfangen müssen. Aber, ne, ihr seht schon, es gibt ein paar Änderungen. Aber ich bin trotzdem mal reingegangen in die Welt und es gab zwar eine Warnung, aber ich konnte die Welt laden. Es hat sich viel getan, aber ich glaube, wir können sie weiterspielen. Also würde ich das gerne testen. Falls das nicht möglich ist, werden wir dann irgendwann nicht direkt eine neue Runde anfangen. Und dann nochmal einen Ticken schwerer, ne? Ist ja klar. Was auf jeden Fall direkt abfällt, diesen Berge, waren die vorher nicht. Arbeitslose, keine Ahnung. Die hat man vielleicht vorher auch schon gehabt, weiß ich gerade nicht genau. Und unsere ganzen Spezialisten sind gerade hier bei uns und sehen irgendwie auf der Außen alle gleich aus. Zudem haben die ein bisschen die Texturen überarbeitet. Es gibt viele neue, beziehungsweise ein paar neue Gebäude und sowas. Vor allem fürs Late Game, weil dann halt auch sehr schnell die Ressourcen ausgehen anscheinend. Und damit kann man durchaus dann etwas länger überleben. Zum dritten Ressourcen. Das sieht übrigens hier nicht gesund aus. Ha. Naja, ansonsten gibt es halt andere große Änderungen, ne? Die haben die komplette Map überarbeitet. Also es gibt jetzt andere Kolonien auch. Ich glaube, man kann sogar Außenposten bauen, sobald ich das gesehen habe und da lachen hier Ressourcen zwischenlagern. So. Das Ding ist, geht jetzt ein bisschen später, und deswegen sind auch hier Wege. Aber ja, das heißt aber, dass die haben die Map überarbeitet. Und das heißt wiederum, dass wir alles neu erkunden müssen. Das ist ein bisschen, naja, nicht Cheaterei ist, aber wir haben halt, wir sind jetzt ein bisschen weiter im Spiel, haben schon einiges weggefarmt um uns herum. Und bekommen jetzt einfach eine neue Map mit komplett neuen Ressourcen. Alles voll. Wir haben jetzt schon 5 Leute. Also es ist halt ein extremer Vorteil für uns. Muss man einfach mal sagen. Auch jetzt doof, was wir euch erkunden müssen, aber es sieht jetzt ziemlich interesting aus. Vor allem hier so die verseuchten Gebiete, wenn das alles ist, weiß ich nicht genau. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt besser oder schlechter ist. Also, ich freue mich, dass es Neuerungen gibt. Aber ich finde es halt einfach so doof, dass wir es durch einen Spielvorteil bekommen haben. Naja, weiter. Oder so, mal gucken, was passiert. Übrigens, Magnetsturm, ne? Kommt bald. Was wollen wir da machen? Energie, Produktion mit eingestellt. Gebäude-Energie produzieren, benötigen, können Schaden nehmen, bei Akku, Paketen. Was? Ach, so, Bau-Akku-Pakete lade ich vollständig auf. Ja, wir haben eh keinen Strom, von daher ist es okay. Obdachlos. Warum eigentlich? Warte kurz. Hier? Wir hatten doch gar kein Problem, dachte ich eigentlich. Ich gehe einfach unsere Leute los. Die kann eh. Achso, das sind die Fiktionszelte, klar, die Schule. Da brauchen wir noch jemanden, der da drin arbeitet. Da haben wir direkt mal jemanden rein. So. Holzfällerlager, Werkzeuglagern, Schneider, Förster und Sägewerk. Schon im zweiten Förster. Ich geh mal unsere Leute los. So, mal als allererstes. Gerade keine Ahnung, was ihr alles könnt. Die sind ein bisschen angeschlagen. Ich schick mal nur die los, die. Ihn schicke ich mal los. Hier ist zum Beispiel, das da, ich will wissen, was das hier, da darf ich nicht rein, guck mal, okay. Ich will erst mal Gebiete erkunden, das wäre wichtiger, als das Zeug aufzusammeln. Aus dem Grund, halt, stopp. So, da. Ach, er hat 0 Aktionspunkte, ich Idiot, ich seh's jetzt erst. Ja, erst wieder das Spiel gewöhnen, ne? Dann ruht euch erstmal aus, machen wir schon. Boah. Übrigens, wir sind jetzt in der Version, hier unten, 1, 2, 0, 5, 2, 3, 9. Falls jemand interessiert. Ich habe keine Ahnung, wann die Folgen rauskommen. Weil die Folgen, die wir jetzt davor aufgenommen haben, ich davor aufgenommen habe, mit dem alten, mit der alten Version vom Spiel, ja, die sind ja bisher immer auf YouTube draußen bei mir aus meiner Sicht. Das heißt, ja. Wenn die Folgen rauskommen, könnte man sich denken, so, ist das ein bisschen veraltet? Weil ich weiß jetzt schon, dass die Folgen erst Anfang 2020 rauskommen werden. Uff, ey. Ich überlege, dass ich vor 2-3 Monaten oder vor 2 Monaten angefangen hatte oder so aufzunehmen. 1-2 Monaten. Und jetzt haben wir halt Anfang Dezember. Aus meiner Sicht, ja. Ja, und wir sind schneller hier. Brauchen wir weiter Unterkünfte? Ich dachte, wir hätten irgendwie mehr. Aber, ja, nee. Dumpf. Ja. Wohnhaus? Allgemeines Lagerhaus, okay. Wir finden uns. Die Stahlplatten. Aber ich glaube, die Gebäude noch. Warte mal ganz kurz. Die haben ja die Map überarbeitet. Ist das überhaupt noch alles am selben Platz? Ja. Das wird auch neu. Ein bisschen Schiffzug und ein Stahl raus. Da hat noch schon zwei dran. Und der hat ein Plastik raus. Funktioniert auch. Okay, ich wollte mal nachschauen. Nicht, dass das nicht geht. Dann tut sich das ja von alleine. Weil das hat definitiv eine hohe Prio. Dann eine niedrige. Aber die schon eingestellt. Wunderbar.
Zufriedenheit ist gerade also semi-grad obdachlos. Ja, wir arbeiten dran. Ein Kind wurde geboren. Warum bekommt er von nichts mit? Oder stand das da eben? Kann ich mal über Kolonisten schauen oder so? Wie ging das denn nochmal? Steuerung! Hilfe! Gab es nicht einen Shortcut für. Ah, da unten rüber. Hier ist ein Spezialisten. Kennen wir die überhaupt schon? Also, ihn kenne ich gerade gefühlt gar nicht. Aber wahrscheinlich das mal bekommen. Ich erinnere mich nicht mehr so dran, schon ein bisschen her. Statistik, Kolonisten. Welche sind denn die neuesten? Die untersten? Mila. Geht in der Schule auf jeden Fall. Wunderbar. Ich frage mich halt, ob die neu dazugekommen sind oder weil da schon ein Kind geboren, ob es ein von denen ist. Ich war so unsicher. Ob es ein von denen hier ist. Naja, gut. Ich habe keine Ahnung. Oder oben irgendwas Neues. Nee, die war schon länger, glaube ich. Egal. Er nimmt alles auf. Ich hoffe doch. So. Das Ganze auf jeden Fall da. Hat mir doch noch diese anderen Medikamente dabei gehabt, ich dachte ich eigentlich. Warte kurz. Hier. Wir haben noch die Medikamente noch dabei. Können wir die auch noch abgeben oder nicht? Weil die sind in der Kolonie alle, aber gefühlt geben die nichts ab. Also, es könnte buggy sein. Ansonsten ist es halt jetzt die letzte Folge. Mal gucken. So. Auf jeden Fall langsam. So. Du hier. Und folgendermaßen. Raus. Ein. Ach, jetzt ist auch hier mal rauslaufen. Okay. Oder ein Aufdeck bitte. Dann mal ein Werkzeug laden. Cool, dass hier auf jeden Fall Straßen sind. Mann, Sprachzentrum ist jetzt schon RIP. Was denn da los? Werkzeuge. 21. Okay. Wen haben wir noch? Du da. Ja, geh doch mal hoch. Da. Steine. Okay. Der echte Map ein bisschen arbeitet, also schöner gemacht, ne? Sieht echt hübsch aus. Ich muss so sagen. So, du gehst. Ach, geh mal hier, da kannst du nicht nach da sammeln. Oh, der geht erst noch. Ne, der geht erst noch runter, das ist wichtiger. Das brauchen wir dringend. Gut, das aussieht mittlerweile, ey. Das ist schon krass. Gefällt mir. Auch unten, dass man hier drauf geht in die Stadt. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon so war. So, baut das Ding, los. Eins noch. Haben wir das? Ach, er hat erst die Sache abgegeben, die er dabei hatte, oder alle haben es abgegeben. 68, Alter. 100. Ich fühle mich gerade ein bisschen. Es fühlt sich an wie Cheaten gerade. Aber ich kann ja nichts. Ich will eigentlich nicht den Spielstand jetzt aufgeben. Aber wir sind schon recht weit. Ich würde gerne wissen. Kommen halt wieder neue Sachen und so. Ich würde gerne die Sachen sehen, die neuen. Fangen wir mal so. Das Ding ist. Ja, werden wir mal sehen. Ich möchte mal eine Runde einfach ein bisschen und so weiter. Die Bibliothek haben wir. Weißt du, wenn wir das Zeug nach Hause gebracht haben, das mal bei der Tour geholt haben. Dann ist halt die ganze Map neu gespawnt. So, wir haben noch. Haben wir noch Obdachlose? Ich glaube nicht. Hoffe ich. Hallo? Zeig nichts an. Haben wir nicht. Cool. Nur Plus-Sachen. 8 für 8 wohnen hier. Und hier haben wir jetzt unseren Container. Und der geht sogar offen zu. War damals doch noch nicht so. Ach, glücklich, der vielleicht ein bisschen auf Dauer, aber mal gucken. Wobei ich die gerade gar nicht so verstanden in der Alpen runter. Oh, eine Gruppe Überlebender. Ja, schau nochmal. So, fünf Erwachsene. Wir gehen schon seit Monaten in dieser Wildnis umher. Ich dachte schon, dass wir die einzigen sind, die übrig geblieben sind. Da draußen gibt es nur Bestien. Die bringen uns mit ein bisschen davon, ein bisschen Essen, ein bisschen Kleidung. Ein Spezialist, was kann denn der? Balor. Okay. Moment. Balor? Ein Typ? Ke Spezialist? Kämpferin? Wait. Okay. Bereit wie ein Truck. Bereit, Alter. Alter, nicht mal ernst. Bereit wie ein Truck und fast genauso schwer ist Balor trotz seines fortschreitenden Alters ein mächtiger Kerl. Er, wer sich mit dem alten bärtigen Draufgänger anlegt, riskiert sein Leben. Als Kämpfer hat er sich viel Respekt verdient und dabei auch ein Auge verloren. Seine Gegner mussten trotzdem viel mehr opfern. Ja, also die will ich schon gerne haben. Wir haben jetzt ja keinen Kämpfer. Fünf Leute ist nicht so easy, jetzt da unterzukriegen, aber hey, komm, ein bisschen Herausforderung annehmen. Drei sind verlässlich, ich will schon alle verarschen.
Wer hat das denn noch zurückgebracht? Typ hier, Balor. Aha. Happy. Mein neues Bild. Oder? Ja, die ganzen Bilder, also die Profilbilder haben sich durchgehend alle wiederholt. Okay, wie bist denn du? Gibt es da irgendwelche Sachen zu? Irgendwelche neuen Texte? Okay, glühender Anhänger des Glaubens, dass sich das Universum mit Hilfe von Formeln und Funktionen erklären lässt. Er sieht Ordnung der Freiheit vor und Funktionen der Form. Ja, ist okay. Misstrauisch. Ja, ist okay. Ausgebildet noch drin, ist krass. Hat gelernt, wie man. Okay. Aha. Benjamin. Er kann sich nicht auf den Luxus der persönlichen Sicherheit berufen. Endet beim Schnorr nach wertvollen Gegenständen immer in Schwierigkeiten. Belastend. Ha. Sophia, auch neues. Okay, Profilbild. Nice. Oder? Ja, Sophia. Altgedienter Kampfpionier. Warum bin ich immer Typ oder Frau? Warum passen die Texte meistens nicht zum Geschlecht? Was ist denn los? Altgedienter Kampfpionier, der viele Gefechte erlebt und sich viele Narben als Souvenir zugezogen hat. Er stellt stets an verschiedenen Geräten seine Improvisationskünste unter Beweis und bastelt mit explosiven Materialien herum. Fußlos. Oh, die Person trat in eine alte Falle und verlor einen Fuß. Sie konnte sich nur befreien, indem sie sich den Fuß mit einem Messerlange abtrennte. Alter! Holy moly! Fantastisch! Personen, die ihre Berufung vollkommen und bedingungslos annimmt. Wird beinahe nie müde. Uff, Alter. Können wir doch die anderen beiden auch noch sehen? Also, jetzt haben wir zwei, drei. So, wer kommt noch hier raus? Ich sehe, die sind alle übereinander hier. So, du bist auch neu? Oder warst du schon in der Kolonie? Das ist jetzt die Frage. Egal. Tolpaschek. Aha. Daniel, guck mal, auch noch neu. Er nutzt alle Vorteile des großen und breiten Körperbaus voll und ganz aus. Wenig bekannt für Aktionen, die durch ihre Feinheit und Raffinesse bestechen. Hier zählen nur viele Muskeln. Okay. Was? Gebrochener Knöchel. Knöchel, die ständig mit Narben übersät oder blutverspielt sind. Aggressionen werden abgebaut, indem diese Person unbeobachtet auf den Boden oder gegen Wände schlägt. Oh, auch ein fleißiger Arbeiter. Ist okay. So, 1, 2, 3, 4. Na? Ha? Appel? Ha? Benjamin? Jetzt sind Ha? alle noch, ne? Genau. Mhm. Ja, William doch noch. Guck mal hier. Er hat unglaubliche Dinge gesehen und musste manchmal auch durch die Spaten? Spaten? Naja, um ans Ziel zu bekommen. Der Geist hat ausgehalten, was der Körper nicht konnte. Hautkrankheit. Wie scheint. Ja, ist okay. Schrecken von 1. Ja, ausgebildet ist okay. Gut. Haben wir schon ein paar neue Leute da. Was ich bin schon, dass hier alle Spezialisten alle die gleiche Kleidung anhaben. So alle gleich aussehen. Das nervt. Müssen wir fixen. Ansonsten ist cool. Okay, Frauen trinken wieder im Haus. Das hat man jetzt mal kurz angehen, bevor dieser scheiß Sturm kommt. Ah, liegt ja so Wohnhäuser, ne? Alter, das sieht wütend aus, so ein mega grün jetzt. Oder mal so eine fette Baracke, ne? Wohnhaus. Wohnhaus. Da kann man nichts hinmachen. Wo könnte man denn nochmal ein Haus hinstellen? Das ist so eine Frage. Man sollte mir jetzt mal ganz schnell beantworten. Eine Baracke. Die Frage ist mal, wie wollen wir uns halt erweitern? Das ist hier die Riesenfrage auch. Weil langsam ist es ein bisschen eng. Das ganze verwässerte Gebiet hier können wir knicken. Also man könnte hier neben nochmal was machen. Eigentlich, oder? Hier irgendwie nochmal Haus rein? Keine Chance, ne? Hier ist unser Arbeitergedöns. Da kommt auch noch Arbeitszeug später hin. Hier ist unser Lager und Essen. Eigentlich würde ich hier so noch ein paar Sachen machen. Ist halt ein bisschen schwierig. Aber wir könnten mal ein großes Haus bauen. Hier nochmal so ein Wohnhaus. Rein theoretisch. Dann können wir da nochmal eine Straße langziehen, weil das ist ja momentan, glaube ich, so dran, das hier. Entweder Rücken an Rücken. Weg auf keinen Fall. So, oder?
Das war so gemacht. Ob das jetzt schlau war, ich habe keine Ahnung. Aber passt ein bisschen Straße hin, wisst ihr? So, Spezialisten haben wir Sachen zu tun. Ja, er hier. Was hast du eigentlich für Angst? Ach, come on. Angriff. Okay, sieht man halt noch nicht. Geh einfach da erforschen, würde ich sagen. Mit da runter. Banditen. Okay. Das kenne ich definitiv nicht. Gehe ich schon aus, oder? Kenne ich schon? Ne, das kennen wir doch schon. Ja, wo kommt das nochmal? Wir stehen mit dem Angreifen. Okay, er hat 5 Angriffe, aber keine Verteidigung. Damit würde man fast platt machen. Das ist gut. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben die haben. Aber großer Sieg ist gut. Noch kann auch irgendwer latschen. Nee, gut, dann zurück in die Town. Also schon viele Leute, muss man so sagen, ne? Ja, es wird schon. Ihr werdet alle gesund. Brauchen noch mal ein weiteres Zelt, ein drittes. Generell brauchen wir so viele Leuten, Alter. Nur zwei bei fast 40 Leuten. Aber einige Leute übrig. Der arbeitet fleißig. Ist erstmal schlecht. Todesangst. Uff, Junge. Ey, Obdachlose ist eher schlecht, ne? Bei sowas. Holy moly. Oh, beim Bergland schon. Das ist hell. Ja, aber guck mal hin. Also, erstmal nicht so gut, hab ich gehört, ne? Bist du jetzt einsatzbereit gleich? Alter. Och, du Kacke, ey. Ja, mach das schon, ne? Ich tu mal kurz mal Leute bewegen. Oh, alle können. Nice. So, wenn er rausgeht, wird er wohl fertig sein mit dem Kack, oder? Nein, ist er nicht. Mal rein. Und nochmal raus. Nur darauf achten, dass wir auch Zeug abgeben. Was du hier? Du hast auch Zeug dabei, dann bringst du das erstmal zurück. Und geht dann nochmal in die Richtung. Du hast auch Zeug dabei. Raus. Rein. Und. Das geht nicht, oder? Ein Zwort weg. Ja. Noch mehr Zeug dabei? Nein, cool. Aua. Aber er hat alle. Platz. Oh, das ist auch direkt tot. Alles klar. Gibt es hier schönes Plastik? Ja, warum eigentlich nicht? Und du hier? Boah. Komm, wir haben nicht so viele Werkzeuge. Oh, wir haben aber genug Verträge, sehe ich gerade. Aber wir brauchen ein bisschen weniger, sonst ist okay. 13 hat er noch. Hast du 8 genommen? Okay, Leute. Dann am Ende. Leistet sich die Folge schon zum Ende. Das gehen wir. Vielleicht Leute bauen hier mehr den Sturm weiter. Dass es keine Obdachlosen mehr gibt. Wunderbar. Die Treppe wirkt nicht komisch aus. Ich denke schon hier bei dem Toren. Keine Verletzten. Wir werden noch ein weiteres Krankenhaus erst bauen, wenn es halt nötig ist. Aber 11 Träger ist sehr, sehr gut. Könnt mal gucken. Warum ist das rot? War vorher hier, aber ich war schlicht nicht im Bereich. Okay. Was? Hä, ich will kurz. Ich will schon kurz testen. Oh, Leute. Man hat viel rausgerollt. Kommt man da rein, wenn man viel reinscrollt, kommt man nicht mehr rein, Leute. Doch, kommt man auch rein. Alter, das ist weird. Okay, wenn man zwar rausgerollt, kommt man auch da rein. Das finde ich ein bisschen doof, weil ich wollte weiter rausscrollen. Das macht halt oft. Warte mal. Halt, stopp! Das Menü ist cool. Dann noch irgendwas? Oder oben?
Bretter. Kleiner Zementhaufen, kleiner Zementhaufen. Zwei Lagerhallen haben wir auch bei der Autorin, logischerweise. Und Essen gibt's wo? Hier oben sind Bären. Ja, haben wir genug Leute, die es machen können. Komm, mal Kirchen und geh um. Aua. Er ist auf jeden Fall unangenehm, gebe ich zu. Ich kann Leute sterben, weil es ja auch alles elektrisiert. Elektrizitiert ist. Ach, keine Ahnung. Egal. Interessiert ist. Naja, wurscht. Aua. Das ist nur lustig, wenn wir mal Strom haben. Überhaupt, wenn es bei uns möglich ist in der Runde. Wie gesagt, das Spiel kann kaputt sein. Bin mir unsicher. Aber hey, kannst du mal probieren. Einsatzbereit, muss man auch schnell kommen. Auf alle direkt. Uff, ey. Komm schnell hier. Klack, du dahin. Du Bruder, das hat plündern, das wäre schön gemacht. Das da erkunden, das gibt schönes. Forschung sehr, sehr gut. Ach, schon viel Forschung haben wir jetzt auch, nerven. Egal. So. Da gibt's einen Außenposten. Ein paar Schrauben hat der. Hat die Runde noch nicht plündert, ist aber okay. Ja. Lass mal erkunden. Alter, oben die kaputte Stadt. Oh lol, wie geil das aussieht. Schau dir das mal an, ey. Wow. Hat aufgefallen. Ja, cool. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's mit der Folge gewesen. Ja, nächste Folge. Ja, ich will keine Ahnung, was machen werden. So gar nicht. Voranschreiten. Alles hier drin, wenn wir arbeiten. Dann bist du hier. Skalis, ja, cool. Perfekto. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir uns hier weiter zurück mal die Nuklearfelder irgendwie wegbekommen. Dafür müssen wir mal Gebäude erforschen. Aber können wir bald, wir bekommen bald wieder Forschung. Und ja, ich würde sagen, Dankeschön fürs Zusehen und tschüss. Bis zur nächsten Folge von Surviving the Aftermath.